Lager der Saarländer war groß. Müller, Schmidt, Finke und Jürgeleit fehlten ohnehin. Bernd Gries und Steffen Korrell kamen neu hinzu. Homburg also mit dem letzten Aufgebot. Und die Gäste aus Mannheim immer noch mit Aufstiegsambitionen. Bei ihnen fehlten Schnalke und Schander. Dennoch, Klaus Toppmöller? Die Mannschaft weiß, um was es geht. Und ich glaube, dass er auch ein gutes Spiel anbieten wird. Und hier die allererste Spielminute. Waldhof ganz in Blau. Offensiv, aggressiv in Richtung Homburger Tor. Petrenko auf Freiler. Der traf zwar, aber in Abseitsposition, das hatte Herr Assenmacher klar erkannt. Dann Freistoß Homburg, Landgraf und Michael Hubner. Und da musste sich Laukanen ganz lang machen, um abwehren zu können. Uwe Klimaszewski durfte zufrieden sein. Gute Mittelfeldaktionen in der Folge mit Vorteilen für Homburg. Dann das argentinische Duett. Rodolfo Cardoso auf seinen Landsmann Maciel, clever, cool gemacht. Das 1:0 für die Platzherren. 3000 Zuschauer im weiten Rund und wir zeigen Ihnen die Co-Produktion noch einmal. Das 7. Saisontor für Sergio Maciel. Wenig später wiederum die Gäste. Hoffmann und Uwe Freiler. Gute Aktionen also auf beiden Seiten. Klaus Toppmöller mit Zuversicht, dann wieder Freistoß Landgraf und Rodolfo Cardoso. Hier hätte Laukan wohl hinter sich greifen müssen. Uwe Weidemann mit viel Laufarbeit, mit einem großen Aktionsradius. Tom Stone und Uwe Freiler völlig frei von Dudek vernachlässigt mit dem 1:1 Ausgleich in der Nachspielzeit. Freude im Lager der Gäste, Klaus Toppmöller. Wir haben das Spiel kontrolliert am Anfang, haben pausenlos nach vorne gespielt, wussten dann, dass wir einen Konter laufen könnten. Und das 1:0 war ein klassischer Fehlpass von Uwe Weidemann, Querpass durch die Mitte, den man nicht spielen darf. Und sind dann in den Rückstand geraten, haben dann in der Nachspielzeit halt das Ding wettgemacht. Und ich glaube, dass es hoch verdient ist. Dann der zweite Abschnitt, das gleiche Bild. Mannheim wechselte aus, für den verletzten Freiler kam Kirsten und immer wieder Weidemann. Und dann dies. René Hicker, das hätte es natürlich sein müssen. Und dann aber noch einmal die Homburger mit Cardoso. Sergio Maciel, toll gemacht. Der Querbalken stand im Weg. Das war die 88. Minute. Uwe Weidemann mit der Beste im Mannheimer Team. Und er krönte seine gute Leistung mit dem 1:2 in der 90. Minute. Das war der Endstand, verdient, aber ein wenig glücklich.